Jetzt möchte ich hier nochmal kurz angucken, eine Testschaltung, wie wir solche Schaltverluste wie gerade bei dem beschriebenen Reverse Recovery Effekt messen können, auch andere Schaltverluste, um auch zu sehen, welche Auswirkung jetzt an dieser Stelle dieser Reverse Recovery Effekt hat. Die Schaltung besteht hier aus einer Spannungsquelle, einer Diode, das ist das Objekt, was wir testen wollen. Das heißt, das ist die Diode, deren Schaltverhalten wir untersuchen wollen. Parallel dazu eine induktive Last und unten ein Schalter, der jetzt die Diode ein- bzw. ausschalten kann. Das hier ist eine typische Testschaltung, die einigermaßen anwendungsnah ist, für einen sogenannten Lastfall in der Leistungselektronik, das harte Schalten mit einer induktiv geklemmten Last. Das heißt hier, wir können so ähnlich schalten, wie wir das haben bei Wechselrichtern oder bei DC-DC-Wandlern. Und damit kann man dann vergleichsweise ja ähnliche Schaltverluste erzeugen, wie in den praktischen Schaltungen auftreten würden. Wir nutzen hier das sogenannte Doppelpulsverfahren. Das möchte ich gleich kurz erklären. Bei dem Doppelpulsverfahren wird dieser Schalter hier unten über ein Steuersignal UST zweimal nacheinander eingeschaltet. Der erste Impuls dient dazu da, um die Induktivität aufzumagnetisieren, einen gezielten Strom einzustellen, und beim zweiten Impuls können wir dann an den Schaltvorgängen die Schaltverluste von Schalter und Diode messen. Wir wollen uns jetzt hier anschauen, im Folgenden die Spannung am Schalter, die Spannung an der Diode und jeweils auch die Ströme durch die Diode und durch den Schalter, um zu sehen, was bewirkt jetzt zum Beispiel dieser Reverse Recovery Effekt. Zunächst mal kurz zu diesem Doppelpulsverfahren, malen wir das mal hier auf, wie die Schaltung funktionieren wird. Wir werden hier die Steuerspannung haben. Wir schalten hier zweimal ein, zwei Impulse nacheinander, und an dieser Stelle für den Fall, dass der Transistor eingeschaltet ist oder der Schalter eigentlich, den wir hier unten haben, diesen Schalter S, wird die Diode bei positiver Spannung UB in Sperrrichtung gepolt sein. Das heißt, beim Einschalten des Schalters wird die Eingangsspannung an der Induktivität anliegen als Spannung UL, was bedeutet, jeweils hier, wo wir den Einzustand haben des Schalters, werden wir eine positive Spannung an der Induktivität kriegen. Das heißt, in diesem Bereich wird die Spannung UB an der Induktivität anliegen. Der Strom wird linear zunehmen. Nehmen wir an, dass wir zu Beginn an dieser Stelle einen Strom von 0 hatten in der Induktivität. Dann wird jetzt hier während dieser ersten Phase der Strom zunehmen mit einer Steigung dI nach dt, die sich berechnet als UB durch L aus der Grundgleichung der Induktivität. Öffnet der Schalter zu diesem Zeitpunkt hier, wird die Induktivität wie eine Stromquelle arbeiten und dann kurzzeitig erzwingen, dass der Strom hier weiter freiläuft. Wir kriegen also einen konstanten Strom in der Induktivität, und beim zweiten Einschalten wird der Strom dann wieder mit der gleichen Steigung zunehmen. Und tatsächlich habe ich jetzt hier diese Zeitpunkte, zum Beispiel hier den einen Zeitpunkt, nennen wir das TM1, hier einen zweiten Zeitpunkt TM2, und an diesen Zeitpunkten können wir jetzt die Schaltvorgänge messen. Das heißt, an diesem Zeitpunkt dort schaltet der Schalter S aus und die Diode ein. Das heißt, ich könnte dort die Ausschaltverluste des Schalters bei diesem vorgegebenen Strom hier oben messen und die Einschaltverluste der Diode. Und bei diesem Punkt TM2 kann ich dann das Einschalten des Schalters bzw. das Ausschalten der Diode beobachten und damit die Verluste berechnen. Das heißt, das ist die ganze Idee, die dahinter steckt. Eine praxisnahe Testschaltung über Einstellen der Spannung UB kann ich dann an dieser Stelle die gewünschte Spannung zur Ermittlung der Schaltverluste einstellen und über die Dauer, diese Einschaltdauer, mit der der Schalter eingeschaltet wird, kann ich bestimmen, wie groß jetzt hier letztlich der Strom sein wird, bei dem ich diese Messungen vornehmen möchte. Um die Schaltung nochmal genauer zu verstehen, wollen wir hier die drei Schaltzustände angucken. Das heißt, diese Schaltung hat im Prinzip drei Zustände. Wir werden gleich klären, warum das drei sind. Auf den ersten Blick sieht man ja bloß zwei.
Die offensichtlichen sind, dass wir hier die Diode D haben, den Schalter S. Wir haben jeweils einen Zustand, wo der Schalter geschlossen ist und einen Zustand, wo die Diode leitend ist. Das heißt, hier hätten wir zum Beispiel den Zustand S1 ein, D aus während dieser Phase und wir hätten hier den Zustand D ein, S aus während dieser Phase. Tatsächlich wird hier an dem Übergang noch ein dritter Zustand auftauchen. Malen wir jetzt erst die ersten beiden ein. Das heißt, ich habe hier erstens Schalter ein, Diode aus. Wenn wir da unsere Schaltung abmalen, werden wir natürlich weiterhin hier die Spannungsquelle haben. Die Diode male ich hier als offenen Schalter. Die ist aus. Der Schalter hier ist eingeschaltet. Und dann sehen wir, okay, hier über den geschlossenen Schalter haben wir die Spannung UB an die Induktivität gelegt. Das heißt, die Spannung UL ist gleich UB und der Strom wird wie oben dargestellt, hier an der Stelle zunehmen. Der gesamte Strom durch die Induktivität fließt hier durch den Schalter. Dann haben wir den zweiten Zustand. Wir sagen jetzt, der Schalter S ist aus und die Diode D ist ein. Das heißt, wir haben hier die Freilaufphase. Tatsächlich beim Öffnen des Schalters erzwingt die Induktivität, dass der Strom in dieselbe Richtung wie hier weiterfließt, weil die Energie in der Induktivität nicht springen kann und der Strom die energietragende Größe ist und wird dann diese Diode, die wir hier oben haben, in Flussrichtung polen, sodass die einschaltet, wenn der Schalter aus ist. Und wir haben dann folgende Anordnung. Wir haben dann hier die geschlossene Diode als eingeschalteter Schalter, den geöffneten Schalter. Und der Strom durch die Induktivität wird jetzt hier freilaufen. Das heißt, hier der Strom IL fließt über die Diode. Der Diodenstrom ID ist gleich IL. Über der Induktivität fällt jetzt, wenn die Diode ideal ist und dort kein Spannungsabfall abstellt, auch eine Spannung von 0 Volt ab. Und damit nimmt der Strom hier auch nicht weiter zu. Das heißt, es erklärt, warum wir hier in diesem konstanten Intervall sind. Tatsächlich hätten wir eine Stromänderung wieder Spannung geteilt durch Induktivitätswert, wie hier unten dargestellt. Aber weil die Spannung 0 ist, wird sich auch der Strom nicht ändern. Jetzt ist es aber so, tatsächlich, wenn wir reale Schalter einsetzen, können die nicht beliebig schnell ein- und ausschalten. Das heißt, setzen wir zum Beispiel ein MOSFET oder ein IGBT ein, wird der nur eine endliche Stromänderungsgeschwindigkeit zulassen. Tatsächlich wird es sogar so sein, wenn wir hier irgendwo noch Induktivitäten in dem Kreis drin haben, irgendwo hier so eine parasitäre Induktivität, wird auch diese verhindern, dass hier der Strom in dieser Masche beliebig schnell sich ändern kann. Das heißt, tatsächlich kann der Strom durch diesen Schalter nicht beliebig schnell zunehmen. Die Schalter, die Halbleiterschalter, haben dann die Eigenschaft, dass sie als Stromquelle arbeiten. Und dann haben wir sozusagen den Zustand, wo es eines, der Schalter ein, aber auch gleichzeitig die Diode eines. Achtung, ich mache das jetzt hier in Anführungszeichen, weil tatsächlich arbeitet an dieser Stelle der Schalter nicht in dem Sinne als Schalter, sondern er arbeitet im aktiven Betriebsbereich eigentlich als Verstärker. Das ist aber der Modus, den wir bei einem Halbleiterschalter in der Leistungselektronik eigentlich nicht haben wollen. Das heißt, wir haben eigentlich diese Anordnung hier. Wir haben die Diode, die weiterhin eingeschaltet ist. Wir haben die Induktivität, die den Strom IL erzwingt. Und wir haben aber hier einen Strom durch den Schalter, der jetzt bestimmt wird über die Steuerspannung bei MOSFETs und IGBTs. Und entsprechend werden wir hier einen Diodenstrom kriegen. Und in diesem Zustand wird, wenn wir annehmen, IL ist konstant, an dieser Stelle wird hier der Strom durch die Diode die Differenz sein. ID ist gleich IL minus IS. Das heißt, in der gleichen Art und Weise, wie sich der Strom im Schalter ändert, wird sich der Strom in der Diode ändern. Das Einzige, was hier sozusagen den Unterschied bildet, ist der konstante Strom der Induktivität. Dann wollen wir uns das mal angucken, dieses Vorgehen. Zunächst anhand einer Simulation und danach möchte ich ableiten die Resultate, die dort rauskommen, weil interessant ist tatsächlich dieser dritte Zustand. Das heißt, ich habe das hier in LTSpice vorbereitet. Ich habe hier links mal eine Schaltung mit einer realen Diode aufgebaut. Rechts habe ich eine Schaltung mit einer idealen Diode. Ich benutze hier jeweils als Schalter ein MOSFET. Jetzt ist das vertauscht zu der Anordnung, die ich da eben aufgezeichnet habe. Das spielt aber keine Rolle, weil die Bauelemente sind hier sozusagen in der Serienschaltung. Ob ich jetzt in dieser Serienschaltung
die Parallelschaltung aus Diode und Induktivität vertauscht mit dem Schalter, und dass die im einen Fall das eine oben ist, im anderen Fall das andere, spielt jetzt keine Rolle. Und wir wollen es jetzt mal vergleichen. Das heißt, zunächst wollen wir uns angucken, wie sind die Stromverläufe an diesen Induktivitäten? Sind die wirklich so wie beschrieben? Und dann wollen wir uns mal angucken, zunächst mal die Stromverläufe und die Spannungsverläufe an den Dioden. Das heißt, ich habe jetzt hier die beiden Ströme dargestellt. Zuerst den Strom IL1, sehen wir hier so. Der Schalter schaltet das erste Mal zum Zeitpunkt 5 Mikrosekunden ein. Danach werden 100 Volt an die 100 Mikroampere gelegt. Das heißt, wir kriegen gerade hier einen Stromanstieg von 10 Ampere in 10 Mikrosekunden. Danach bleibt der Strom konstant, nimmt danach beim zweiten Impuls wieder zu, und messen wir jetzt hier den zweiten Strom, sehen wir, die sind deckungsgleich. Das heißt hier tatsächlich, okay, die Schaltung arbeitet so mit diesem Doppelpulsverfahren, zwei Impulse, Strom wird aufmagnetisiert und ich kann jetzt hier an diesen Zeitpunkten die Schaltverluste messen. Und jetzt schauen wir uns an, wie sehen Spannung und Strom an den Dioden aus. So, ich habe jetzt hier die beiden Verläufe dargestellt. Im oberen Diagramm haben wir die Verläufe für die Schaltung mit der realen Diode, im unteren die mit der idealen Diode. Und jetzt hier wichtig, eine Warnung, diese Simulationen geben in vielen Fällen nicht ganz die Wahrheit wieder. Ich habe jetzt hier halt ein Modell gewählt, was in etwa funktioniert. Man muss aber vorsichtig sein, gerade dieses Reverse Recovery Verhalten ist oft nicht richtig modelliert. Jetzt wollen wir uns das mal angucken, und zwar zu diesem Zeitpunkt 25 Mikrosekunden. Das ist das, was uns eigentlich interessiert, wie an dieser Stelle die Stromverläufe aussehen. Ich zoome da mal rein. Sehen wir oben und unten, und man sieht schon relativ deutlich den Unterschied. Das erste, was wir hier beobachten, ist, wir haben jetzt hier an der Stelle bei der realen Diode diesen Reverse Recovery Effekt. Das heißt tatsächlich hier, der Strom wird nicht an dieser Stelle beim Nulldurchgang dafür sorgen, dass die Diode direkt aufhört zu leiten, sondern wir werden diesen negativen Strom kriegen. Hier ist die Nulllinie, kriegen also diesen negativen Strom, die Reverse Recovery Charge, und diesen negativen Stromspitzenwert hier minus 24 Ampere, obwohl wir vorher bloß knapp 10 Ampere eingeschaltet hatten. Und wir sehen auch, die Spannung hier an dieser Stelle springt erst später auf den Wert der Sperrspannung. Hier vorne ist die Diode eingeschaltet, sehr niedriger Spannungswert, und erst dann hier im Bereich des Strompeaks schaltet das um. Ganz anders bei der idealen Diode. Bei der idealen Diode nimmt zwar auch hier der Strom sozusagen linear erstmal ab. Das liegt jetzt daran, weil hier diese MOSFETs nicht beliebig schnell ihre Gate-Source-Spannung ändern können und damit eine gewisse Zeit im aktiven Bereich sind und sich das langsam ändert. Aber tatsächlich hört hier die Diode auf zu leiten, wenn an dieser Stelle der Strom den Wert 0 erreicht hat, und zu diesem Zeitpunkt beginnt dann die Diode auch die Sperrspannung aufzunehmen. Das ist das Erste, was wir jetzt feststellen können. Wir können jetzt noch ins obere Diagramm zum Beispiel mal einzeichnen, den idealen Stromverlauf, und dann sieht man das sehr deutlich. Das heißt, hier sehen wir jetzt den idealen Stromverlauf, mal kurz die Farbe anders, und dann sehen wir hier oben diesen idealen Stromverlauf bei 0. Im ersten Bereich läuft das gleich wie mit dem realen Stromverlauf, aber hier an der Stelle die Abweichung, diese gespeicherte Ladung, die ausgeräumt werden muss. Das ist also zunächst mal hier beobachtbar, dieser Effekt, der Reverse Recovery Effekt, den wir gesehen haben. Jetzt ist aber die Frage, was macht der aus? Und interessant wird es jetzt, wenn wir den Schalter betrachten. Das heißt, ich messe jetzt mal Strom und Spannung an beiden Schaltern und vergleiche die mal. Gut, ich habe jetzt mal beide hier an der Stelle eingestellt, und ich habe jetzt in beiden Diagrammen auch den gleichen Maßstab gewählt, mit Absicht, das heißt sowohl für die Spannung als auch für die Ströme. Wir sehen jetzt hier tatsächlich die Spannung beim idealen Schalter, bei dem MOSFET bricht früher ein, das heißt, er schaltet einfach früher, der Schaltvorgang ist nicht verzögert wie bei dem oberen. Wir sehen auch hier tatsächlich, der Strom beginnt langsam an zu steigen und endet dann auf diesem Maximalwert. Wie sieht das jetzt aus beim realen Schalter, wenn wir den Reverse Recovery Effekt haben von der Diode? Dann sehen wir tatsächlich hier in diesem Bereich, dass bis hierhin verläuft es noch gleich. Dann aber, wenn wir den Endwert des Stromes erreichen, wenn also der Strom durch die Diode 0 wird, nimmt der Strom im Schalter weiter zu, bis auf diesen Maximalwert plus den Wert des Stromes, den er führen muss. Das heißt, wir kriegen einen Spitzenwert vom Strom von 34 Ampere.
während noch eine gleichzeitig sehr hohe Spannung am Schalter anliegt. Der Schaltvorgang ist verzögert und das bedeutet, wir haben hier sozusagen eine längere Zeitdauer gleichzeitig Strom und Spannung am Schalter und damit höhere Verluste, Schaltverluste, die auftreten durch das in Anführungszeichen schlechte Schaltverhalten der Diode. Und das Interessante ist jetzt, diese Schaltverluste tauchen jetzt nicht an der Diode aus, sondern belastet wird eigentlich der Schalter, der sozusagen dafür sorgt, dass die Diode abschaltet. Sehr schön kann man das sehen, wenn man die Leistungen vergleicht. Das heißt, wir messen mal in einem dritten Diagramm hier die Leistung in beiden Transistoren. Das heißt, hier zunächst mal die Leistung in dem Transistor, der die reale Diode abschaltet, und dann den Verlauf der Momentanleistung in dem Transistor, der die ideale Diode abschaltet. Und dann sehen wir hier, wenn wir das vergleichen, tatsächlich ist die Fläche unter diesen Kurven ein Maß für die Energie, die während dieses Schaltvorgangs in Wärme umgesetzt wird. Und wir sehen ganz eindeutig hier an der Stelle der ideale Schalter, dessen Schaltverluste sind ja deutlich geringer, beziehungsweise die Fläche unter dieser Kurve ist deutlich kleiner als die bei diesem, wo wir die reale Diode abschalten. Und damit können wir sagen, diese Reverse Recovery Effekt wird große Verluste erzeugen, und zwar nicht in der Diode, sondern in dem Bauelement, was eingeschaltet wird. Die Erkenntnisse aus dieser Simulation wollen wir jetzt kurz zusammenfassen. Das heißt, ich möchte es jetzt mal hier kurz an der Stelle aufmalen, was wir gerade beobachtet haben. Wir wollen jetzt mal die Verläufe im Schaltvorgang betrachten, und zwar beim Ausschalten der Diode. Zunächst sagen wir, wir nehmen die ideale Diode. Dann malen wir auf der einen Seite hier Strom und Spannung an der Diode ein und auf der anderen Seite werden wir Strom und Spannung am Schalter uns anschauen. Das heißt, wir werden jetzt das, was wir in der Simulation gesehen haben, hier umsetzen. Zunächst mal bei der idealen Diode der Stromverlauf, das Abschalten. Wir haben gesehen, von diesem Maximalwert des Stromes geht das linear runter, entweder weil der Transistor langsam schaltet oder aufgrund dieser parasitären Induktivitäten, die das nicht zulassen. Das ist also hier der Verlauf des Stromes ID, den wir dort haben, ab diesem Abschaltaugenblick. Dann haben wir gesehen, tatsächlich die Spannung an der Diode nimmt ab. Sobald wir jetzt hier an der Stelle sozusagen einen Strom 0 kriegen, wird die Spannung hier idealerweise auf den Wert der Sperrspannung, das heißt in unserem Fall auf den Wert der angelegten Spannung UB in unserer Testschaltung springen. Das ist dann die Sperrspannung, die hier an der Diode anliegt. Wenn wir das haben, und das waren die Verläufe bei dieser idealen Diode, tatsächlich treten hier keine Momentanverluste auf. Wir haben an der idealen Diode keinerzeit eine Überlappung von Strom und Spannung. Wie sah das jetzt bei dem Schalter aus, den wir bei dieser idealen Diode hatten? Das heißt, wenn wir den Schalter bei dieser idealen Diode betrachten, dann wird es wie folgt sein. Zunächst ist der Strom 0. In dem gleichen Maß, wie hier der Strom abnimmt, nimmt der Strom in dem Schalter zu. Achtung, das ist jetzt diese Phase, dieser Zustand 3, wo sowohl Diode als auch Schalter ein sind. Es gilt, der Diodenstrom ist gleich IL minus IS oder der Schalterstrom ist IL minus ID. Das heißt, wenn ID hier abnimmt vom Maximalwert I, den wir hier haben, muss der Strom im Schalter zunehmen auf diesen Maximalwert. Das war das, was bei diesem Schaltvorgang passiert ist für den Strom im Schalter. Was passiert jetzt mit der Spannung? Tatsächlich gilt hier ja die Maschenregel an dieser Stelle in unserer Schaltung. Das heißt, solange die Diode hier leitend sein wird, kriegen wir hier einen Spannungsabfall von 0 Volt über der Diode. Das heißt, solange an dieser Stelle wir in diesem Zustand sind, wo sich der Strom ändert und vorher auch, wo der Schalter aus ist, fällt über dem Schalter hier die Spannung UB ab. Das heißt, ich kann jetzt sagen, an dieser Stelle bis zu diesem Zeitpunkt, das ist mal hier oben eingezeichnet, bis zu diesem Zeitpunkt hier drüben fällt die Spannung UB an dem Schalter ab und erst ab diesem Zeitpunkt schaltet er vollständig ein. Das heißt tatsächlich, Achtung, auch hier werden jetzt an dieser Stelle momentan Verluste auftreten. Das heißt, selbst bei einem idealen Schalter kriegen wir hier eine Momentanverlustleistung P von T. Das heißt, hier so eine Überlappung, wenn ich Produkt bilde U mal I, hätte ich hier einen Verlauf P von T.
Und die Fläche unter dieser Kurve wäre ein Maß für die Energie, die bei diesem Schaltvorgang in Wärme umgesetzt wird. Das heißt, ganz wichtig, selbst bei idealem Schalter kriegen wir Schaltverluste. Und zwar dann, wenn sozusagen der Strom in diesem idealen Schalter nicht beliebig schnell sich verändern kann. Und tatsächlich, weil wir immer parasitäre Induktivitäten hätten, würden wir auch hier Verluste kriegen, die an der Stelle entstehen, selbst wenn wir eine ideale Diode hätten. Jetzt gucken wir den zweiten Zustand an, was wir dort hatten. Diese reale Diode, wie sah das dort aus? Malen wir wieder hier die Verläufe ein. Das heißt, ich mache jetzt hier wieder den Diodenstrom ID, werde hier den Schalterstrom IS machen, werde die Spannung UD betrachten und die Schalterspannung US. Und dann werden wir uns auch wieder die Momentanverlustleistung angucken. Das heißt zunächst mal den Stromverlauf. Der Strom wird zunächst, wir haben gesehen, in der Simulation gleich verlaufen bis zum Strom-Null-Durchgang. Wenn hier an der Stelle die parasitären Induktivitäten oder die Ansteuerung gleich ist, damit diese Stromänderung gleich ist, dann werden wir hier diese Rückstromspitze kriegen, dieses Abnehmen. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen eckig. An dieser Stelle auf diesen Wert IRM oder minus IRM an dieser Stelle. Und wir hatten gesehen, der Schaltvorgang ist verzögert. Tatsächlich schaltet die Diode jetzt erst etwas später aus. Wir haben dann hier an der Stelle diesen Sprung eventuell erst hier, wo die Rückstromspitze ist, auf diesen Wert UB. Hier werden jetzt auch Momentanverluste auftreten. Ich kann es hier einzeichnen. Durch das schlechte Schaltverhalten kriegen wir hier an der Stelle so einen Verlauf der Momentanverlustleistung und auch hier eine Verlustenergie an dieser Stelle, die dafür sorgt, dass sich die Diode hier zusätzlich erwärmen wird gegenüber den Leitverlusten. Und jetzt wollen wir uns angucken, was das beim Schalter bewirkt. Beim Schalter wird zunächst auch alles gleich sein. Der ist ausgeschaltet wieder bis zu diesem Zeitpunkt. Dann nimmt der Strom zu. Bis hierhin bleibt noch alles gleich. Und jetzt, Achtung, gilt hier wieder die Knotenregel an diesem Knoten. Was passiert? Es wird hier weiterhin gelten, ID ist gleich IL minus IS oder IS aufgelöst ist IL minus ID. Was bedeutet das? Tatsächlich addiert sich jetzt zu diesem Stromwert, den wir hier haben, dieser negative Stromwert in der Induktivität, in der Diode dazu. Das heißt, tatsächlich habe ich hier einen negativen Wert ID. Das bedeutet, betragsmäßig wird dieser Wert größer als der Stromwert IL. Hier der negative Wert aufaddiert, macht einen Wert, der größer ist als IL für den Strom IS. Das heißt, hier wird der Strom weiter zunehmen und erst dann wird er absinken. Das heißt, erst hier hinten erreichen wir dann den Wert I, den wir hier vorher auch hatten. Tatsächlich, die Spannung, hatten wir gesehen, wird jetzt hier sich erst später ändern. Erst bei diesem Peak wird die Spannung auf 0 sozusagen zurückspringen an dieser Stelle. Vorher haben wir hier noch die Spannung UB anliegen und wir sehen jetzt ganz eindeutig, tatsächlich, jetzt, wir haben hier ein längeres Intervall, in dem gleichzeitig diese Verluste auftreten. In dem gleichzeitig Strom und Spannung auftreten. Das heißt, die Verluste werden größer sein. Ich male das jetzt auch mal so ein, dass es irgendwie so aussieht. Wir sehen hier, das wird der Verlauf der momentanen Verlustleistung sein. Und diese Energie, die hier wieder sein Integral PdT ist, was jetzt hier eine Verlustenergie wäre, die ist an dieser Stelle deutlich größer als die Energie, die wir hier oben haben. Bei der Diode waren gar keine Verluste. Und das ist jetzt das eigentliche Problem an diesem Reverse Recovery Effekt. Das heißt, wir haben hier größere Verluste und vor allem im Schalter. Nicht direkt in der Diode, da entstehen zwar auch größere Verluste, aber der Großteil der Verluste wird im Schalter entstehen. Und deswegen, das hatten wir schon in dem letzten Teil besprochen, erfolgt die Auswahl von Dioden nach dem Reverse Recovery Verhalten. Und da wollen wir jetzt genauer drauf eingehen. Es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten, wie man das jetzt einteilen kann in der Leistungselektronik. Das heißt, wir sagen, es gibt solche Standarddioden. Die haben sehr große Reverse Recovery Zeiten,
ganz grob so irgendwo zwischen 0,5 Mikrosekunden und 2 Mikrosekunden oder größer. Das ist eine große Zeit. Die sind nicht für hohe Schaltfrequenzen geeignet, nur für Netzfrequenzen. Die sind optimiert auf niedrige Durchlassverluste, aber typisch nur 50 Hertz bis vielleicht, sagen wir hier 400 Hertz so geeignet. Die haben ein relativ schlechtes Schaltverhalten. Dann gibt es schnelle Dioden oder auch bezeichnet als Fast Recovery. Diese werden wir einsetzen in Schaltnetzteilen zum Beispiel oder in Wechselrichtern, die sehr schnell takten. Die haben Reverse Recovery Zeiten so in dem Bereich ganz grob vielleicht einstelliger Nanosekundenbereich bis 100 Nanosekunden, also 10 bis 100 Nanosekunden so von der Größenordnung. Das ist klein, das sind schnelle Dioden und die sind für schnelle Schaltanwendungen. Und jetzt gibt es noch eine dritte Art von Dioden an dieser Stelle. Die haben gar kein Reverse Recovery Verhalten und das sind Schottky-Dioden. Das heißt, tatsächlich gibt es auch Schottky-Leistungsdioden. Vielleicht zur Erinnerung nochmal: Schottky-Dioden bestehen aus einem Metall-Halbleiterübergang. Das heißt, wir haben irgendwo hier ein Metall, haben dann hier einen, in dem Fall N- dotierte Halbleiterschicht, wenn es eine Leistungsdiode sein wird, eine N-plus dotierte Schicht. Und diese weisen jetzt keine ausgeprägten Reverse-Recovery-Verhalten an, im Wesentlichen nur einen kapazitiven Umladestrom. Und die haben kein Reverse-Recovery-Verhalten. Sind jetzt also deutlich schneller. Was ist jetzt der Nachteil? Es gibt an dieser Stelle ein paar Einschränkungen. Wenn wir diese Dioden aus Silizium betrachten, haben wir typischerweise nur Werte bis eine Durchbruchsspannung von 200 Volt. Das heißt, dann haben wir Durchbruchsspannung von kleiner 200 Volt, aber wir haben dann Schwellspannungen, die geringer sind als bei Silizium-Pin-Dioden. Es gibt aber spezielle Schottky-Dioden, zum Beispiel aus Material Siliziumkarbid. Dort können wir es einsetzen bis zu einer Durchbruchsspannung von mehreren 100 Volt. Ich schreibe es mal auf in dem Bereich, die mir jetzt so einfallen, circa 600 Volt bis 2 Kilovolt in dieser Größenordnung. Die haben natürlich den Nachteil, die sind etwas teurer, werden eine etwas größere Flussspannung haben, auch größer als die Silizium-Pin-Dioden, aber haben den Vorteil, dass praktisch keine Verluste auftreten. Das heißt, in der Leistungselektronik wählen wir die Dioden aus nach den unterschiedlichen Recovery-Zeiten, je nach Anwendung. Das heißt, für Netzfrequenzen, niedrige Frequenzen, wo die Leitverluste optimiert werden müssen, können wir Dioden nehmen, die große Sperrverzugszeiten haben und große Sperrverzugsladungen, dafür aber geringe Leitverluste. In hochfrequent getakteten DC-DC-Wandlern, Wechselrichtern und so benutzen wir schnelle Schaltdioden, Fast Recovery-Dioden. Und für kleine Spannungen können wir entweder Silizium-Schottky-Dioden benutzen, beziehungsweise für spezielle Anwendungen, wo wirklich die Schaltverluste ausschlaggebend sind, können wir schnelle Silizium-Carbid-Schottky-Dioden benutzen, die keinen Reverse-Recovery-Effekt aufzeigen.